Hallo Leute, willkommen beim LS22 auf der Karte The Valley, The Old Farm. Wir spielen diese Karte im Livestream an, um sie besser kennenzulernen. Hier für YouTube schneide ich euch diesen Livestream in handliche Videos. Wenn ich auf unsichtbare Chatbesuche eingehe, liegt das daran, dass ich beim Spielen mit einem Chat plaudere. So geht das ja gar nicht. Einfach ins Nachbarfeld fahren. Ja, ins Nachbarfeld fahre jetzt ich. Das war nicht der Helfer. Hüstel, Hüstel. So. Jetzt darf er hier weitermachen. Hallo Bauer Detter, guten Abend. Und Biber, diese Geräte zum Zäune wegmachen, sind nur auf dieser Karte. Also vielleicht gibt es auch noch andere Karten, die das so haben. Aber das ist eine Spezialität dieser Karte. Und ich finde das ziemlich cool, finde ich. Und Björn, über welchen Autoload wir da sprechen, wegen LS23. Da kann man zum Beispiel für Ballen, kauft man sich einen Ballenwagen und die Ballen muss man dann nicht so einsammeln, indem man so dran fährt, sondern die fliegen da praktisch wie beim Autoload drauf auf den Ballenwagen. Aber ich glaube, die Paletten muss man mit einem Radlader oder einem, was gibt es da noch, einem Gabelstapler auf den Anhänger transportieren. Und da gibt es leider keinen Holzfällerbot. Oh, nein, da muss ich dann nochmal nacharbeiten. So, jetzt hüpfe ich zurück zu unserem dem da und liefere den erstmal in unserem Silo ab, den Weizen. Und dann gehe ich shoppen. Und ich hoffe, meine Shoppingpläne funktionieren noch, obwohl ich schon dieses Feld gekauft habe. Aber ich plane immer, was zu verkaufen und dann was Neues zu kaufen. Zumindest soweit möglich. Ah, Somerset. Mit Holzstapeln geht das auch. Das ist natürlich sehr cool. Ja, mit Holz, das habe ich noch nicht gesehen. Was wohl daran liegt, dass man sich im LS23 erst das ganze Geld verdienen muss. Und bisher hat natürlich keiner der wenigen YouTuber, die den schon spielen, lange genug gespielt, um sich einen Holzernter kaufen zu können. So. Ah, und bei Randy und Stefan hast du das gesehen? Mit dem Holzstapel? Oh. Aber nicht in Videos, oder? Weil ich habe vom Stefan habe ich gar keine Videos zum LS23 gesehen bisher. Und vom Randy nur eins. Aber vielleicht streamen die das hier auch. Ah, schreibst du schon, Birgit. Homer hat einen schönen Stream dazu gemacht. Das ist gut. Den sollte ich mir vielleicht auch mal reinziehen. Ich habe deutschsprachig bisher nur das eine Video vom Randy gesehen und sonst alles andere englischsprachig. Hallo MesmoBR! Hallo! Und
Katzi-NRW auf der Map gibt es Trauben zum Sammeln. Ja, die Trauben, die sind da ja schon fertig eingebaut. Und woher hatte der Homer genügend Geld, um sich in Vollernter kaufen zu können? Hat er so Spielgeld von Giants gekriegt? Hat alles verkauft. Gut. Ja, das ist eine Lösung, wo ich auch dran dachte, wenn man was Spezielles ausprobieren will, dann verkauft man einfach mal alles. Und dann kann man Sachen ausprobieren, die sonst noch nicht gehen. Oh, Mesmo. Yeah, that's awesome that you are from Brazil and that you love my videos. This is really good. And that you like my map Hinterland. And yeah, videos I also make in English on my small English channel. But maybe you already know this. Ich habe den Mesmo gerade begrüßt, der kommt aus Brasilien. Und da habe ich gesagt, freut mich. Und dass er englische Videos von mir auch auf meinem englischen Kanal findet. So, jetzt verkaufe ich den. Ihr ahnt bestimmt warum. So. Gut, bringt immerhin über 11.000. Und jetzt gehe ich mit dem Geld shoppen. Und zwar brauche ich erstmal natürlich einen neuen Anhänger. Na komm, ganz weit hinten. Ja, dann nehme ich einen meiner Lieblingsanhänger. Und nein, ich bin noch nicht so da bei meinem TARDIS-Anhänger angekommen, sondern wir sind hier noch ganz klein klein. Nehme ich den, der ist nämlich richtig billig. Und ja, stell den auf 10 Kubik. Dann ist der größer als der Welger und kostet nur 3.120. Und einen Ladewagen brauche ich, um zum Beispiel das Stroh einzusammeln. Und da ist mir natürlich dieser hier viel zu teuer. Und da nehme ich entweder den hier, der hat 8,5 Kubik, oder den. Den kann man bis auf 13 aufrüsten. Design, das sieht eigentlich ganz gut so aus, finde ich. Und der kostet auch nur 3.500. Das heißt, ich habe jetzt auch noch Geld gut gemacht. Oh! Obenanhängung. Anbaukupplungstyp. Mal nochmal gucken. Ich muss den, glaube ich, nach Unteranhängung. Oh ne, das ist vielleicht schon so in Ordnung. Werden wir gleich sehen. Weil ich will einen, der hinten. Ah, nee, der da. Der hat hinten noch eine Kupplung. Das ist cool. Ah, Birgit. Ja, das ist, glaube ich, ein cooler Tipp, wenn man alles verkauft, das Gerät dann ausprobiert und dann wieder verkauft. Auf Dauer macht man natürlich dann Verlust und steht am Schluss mit einem. Mit dem kleinsten, billigsten Traktor da und sonst nichts mehr, weil man ja immer ein bisschen was verliert. Aber man hat auf die Tour vielleicht vieles ausprobiert. Ja, ich hätte sogar auch den LS23 schon kriegen können, wenn ich eine Switch hätte, mit der man auch Videos oder Streams aufnehmen kann. Aber ich habe nur eine Switch, mit der man nichts aufnehmen kann. Also das gleiche Problem, das auch der Randy hatte. Aber ich war jetzt nicht bereit, mir eine
neue Switch extra dafür anzuschaffen. Jörg, das freut mich ja, dass dir mein Paletten- und Ballenlager gefällt. Mesmo, nice to hear this. Thanks a lot. Dieses Dorf finde ich schon irgendwie sehr urig. Genau, Nicole, der Randy hat sich extra eine neue gekauft, damit er Videos aufnehmen kann. Und hat es dann irgendwie gleich schon beim ersten Video bereut. Hat er auch in seinem Podcast erzählt. Das ist eine Investition, die er bestimmt nie wieder rauskriegt. Und dass das möglicherweise ein großer Fehler war. Aber wenn er jetzt den LS23 streamt und das auch früher als andere machen kann, vielleicht kriegt er die dann ja irgendwie raus. So, er hat schon einiges geschafft. Dann stellen wir uns hier mal ab. Denn wir brauchen ja im Prinzip beides. Obwohl, ich stelle den Anhänger unten hin. Unten, ja, macht glaube ich Sinn. Und kann dann gleich mal mit dem Stroh anfangen. Nein, der Korntank ist voll. Kommando zurück. Ja, Birgit, bei Homer habe ich auch kein Video dazu gefunden. Das wäre mir bestimmt aufgefallen. Denn den sehe ich ja täglich in meiner Abo-Box bei den Videos. Und ich habe ein scharfes Auge auf LS23 Videos, damit ich dann, wenn es losgeht, auch vorbereitet bin. Ja, Björn, ich habe Fruchtzerstörung abgestellt. Die muss ich bei meiner Fahrweise immer abstellen. Sonst hätte ich zu schwere Verluste. Ja, was ich aber gemacht habe, ist, ich habe mir den LS20 angeschafft und übe fleißig mit dem LS20. So, mit dieser Ladung fahre ich jetzt erstmal auf den Hof. Und dann komme ich wieder zum Stroh einsammeln. Ja, und am Anfang, da konnte ich praktisch gar nicht fahren mit dem LS20. Erst auf dem Handy und dann auf dem Tablet. Und inzwischen geht es ganz passabel. Zwar langsam, aber ich komme überall hin, wo ich hin will. Und kriege auch keinen Herzinfarkt dabei. Und fühle mich schon deutlich besser gerüstet für den LS23. LS20, ja, mobil. Wir reden zwischendrin immer wieder von der kommenden Mobilversion. Und da ich ja nie auf dem Handy zocke oder überhaupt mobil, muss ich dieses Handling erstmal üben und fahren sowieso. Da tue ich mich ja eh immer ein bisschen schwer mit. Ja, und inzwischen kann ich, sagen wir mal, etwa so gut auf dem Tablet fahren, wie ich damals im LS17 fahren konnte, als ich mit den LS17 Videos angefangen habe. Und wie teuer das war, ich glaube 6,99 oder so. Ich habe noch ein altes Tablet,
Und da gibt's noch den LS 14 und 16. Und die gibt's inzwischen kostenlos. Und die haben 100 beziehungsweise 50 Millionen Downloads. So, ich glaube, den kann ich hier stehen lassen, weil der Rest müsste in den Mähdrescher reinpassen. Und komischerweise gibt es diese uralten Mobil-LS aber nicht mehr auf meinen aktuellen Geräten. Sonst hätte ich da vielleicht mal so eine kleine Videoserie gemacht. Die Anfänge mit LS 14. Ich weiß nicht, ob das der erste war, aber es ist der älteste, den man noch kriegt. Und dann so langsam vorwärts arbeiten, bis ich beim LS 20 angekommen bin. Und danach ist dann vielleicht der LS 23 auch schon erschienen. Aber auf dem alten Tablet, da kann man keine Videos aufnehmen. Die würden zu schlecht werden. So, jetzt glaubt er schon fertig zu sein. Wollen wir gleich mal etwas nachbessern. Oh, Tutti Frutti. Vielen, vielen Dank für dein Raid. Hallöchen. Und Sabrina, guten Abend. Vielen Dank. Björn, du hast auch mit dem LS17 angefangen? Ja, ich auch. Und später habe ich dann noch mal den LS15 ausprobiert und fand den ziemlich gut eigentlich. War angenehm überrascht. So, ein Shoutout an Tutti Frutti. Hallo Klaus, sei gegrüßt. So, jetzt hüpfe ich hier mal in den Mähdrescher. Es ging ja eigentlich schön flott. Kein Wunder, dass der glaubt, fertig zu sein. Ist ja auch gegen den Baum gefahren. Und Jörg, du hast eine Frage. Immer raus damit. Oh, und Wurstkoch Gaming, du spielst schon den LS seit LS9. Das ist ja cool. Da hast du ja schon viel miterlebt, denke ich. Ich würde ja gerne mal die alten Versionen ausprobieren, aber die konnte man nicht mehr kaufen. Das ging bei Steam nur runter bis zum 15er. Ah, hallo Donnenspinat, sei gegrüßt. Und du findest die Map eine der coolsten Maps? Ja, ich finde, die hat so richtig was. Die ist ja ein echter Klassiker. Ah, und Birgit, du hast auf die Schnelle nur den Gardewohl gefunden, der schon vom LS8 Videos ein Video hat. Ja, der war, glaube ich, bei den frühen LS ziemlich früh mit dabei. Oh, Klaus, du bist seit dem Achter dabei. Cool. Ich habe kürzlich so einen Artikel gelesen, wo über den Neuner berichtet wird und die Unterschiede zum Achter. Und da muss es ja schon drastische Unterschiede gegeben haben zwischen dem Achter und dem Neuner. Und obwohl natürlich der Neuner auch noch ja, sehr rudimentär war, aber der Achter, der muss wohl sehr rudimentär gewesen sein. Ich glaube, da konnte man noch nicht mal Fahrzeuge kaufen. Darum haben sie dann auch schnell einen neuen gemacht.
Und Jörg, ob ich auch Fahrzeuge modde? Nee, Fahrzeuge modde ich nicht. Und ich bin auch schon mehr als ausgelastet mit den Gebäuden und den Karten. Darum werde ich wahrscheinlich auch bis auf Weiteres keine Fahrzeuge modden. Recon 66, vielen, vielen Dank für die Bits. Danke. Und Kiam, Hallöchen. Oh, schon wieder der Strommast. Du hast dich während dem Lockdown mit dem LS-Virus angesteckt. Ja, ich glaube, das ging vielen so. Und Birgit, du meinst auch, der Neuner war viel besser als der Achter? Oh, Sabrina, gerne. Und Perplex, Hallöchen. Oh, man konnte durch die Map fallen oder von einer Bordsteinkante in den Himmel geschleudert werden. Tja, da haben sie dann wohl schon noch an der Engine weitergearbeitet. Hallo Tommy Blee, grüß dich. Uiuiui, und Katz in NRW? Nee, Katzi NRW, sorry, wenn ich deinen Namen verhackstücke. Du hast schon 2500 Stunden gezockt im LS22. Das ist ja nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gespielt habe. Ich meine, ich stecke ja viel Zeit ins Modden und krieg nicht so viele Spielstunden zusammen. Ah, hier muss ich vielleicht zusammenklappen. Mal gucken. Und hallo Leoleib 77. Grüß dich und hallo Luis Otto. Nach welchen Kriterien suchst du dir eine Map, welche du spielst, fragst du Leoleib. Eine gute, berechtigte Frage. Klappen nicht mehr. Ach so, es ist gefüllt. Darum ist Klappen nicht möglich. Mal gucken, ob ich da durchkomme. Oh, ja, ich komme da durch. Das ist ja cool. Und jetzt schaue ich mal, ob ich so ausladen kann. Es ist so ein bisschen ohne feste Regel, nach welchen Kriterien ich mir die Karten aussuche. Was mir spontan gut gefällt. Ich habe zwar ein paar Kriterien für Maps, die ich nicht spiele, oder die ich, sagen wir mal, eher nicht spiele. Und dann muss mich aber von denen, die dann übrig bleiben, muss eine Karte mich auch persönlich ganz stark ansprechen. Und das tun erstaunlicherweise nur recht wenige Karten. Also ich spiele zum Beispiel eigentlich nur Mod-Up-Karten. Und ich würde auch eine Karte spielen, die man, tja, die man auf einer Seite runterladen kann, die ich als, sagen wir mal, seriös empfinden würde. Wenn so eine Seite auf GitHub wäre, direkt zum Download. Oder eine Seite direkt auf einer Webseite von einem Modder oder auf einem Modding-Team. Nicht auf so einem Download-Dings, sondern direkt auf so einer Webseite. Dann wäre das für mich kein Kontra, wie heißt es, Kontraindikation. Also das würde ich eventuell machen, wenn mich eine Map wirklich begeistern würde. Aber mit diesen ganzen Download-Servern, da lasse ich die Finger von. Da bin ich, sagen wir mal, zu sicherheitsbewusst. Und ja, wenn eine Map mehr als drei oder vier Pflichtmods hat, dann kriege ich auch das kalte Grausen und lad mir die nicht runter. Und manchmal gucke ich dann ganz traurig. Auf die Rehbach habe ich mich schon richtig gefreut. Aber ich habe irgendwo eine Pflichtmod,
Nicht Phobie, eher Aversion. Also auf jeden Fall keine Pflichtmods, möglichst keine. Jo, jetzt sind wir hier an einer schwierigen Stelle. Ich lese erst nochmal die Kommentare von euch. Und dann kümmern wir uns hier um die schwierige Stelle. So, jetzt mache ich mal Schluss mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht es weiter mit diesem Livestream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.